Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Krypto Deutschland. In diesem Video schauen wir uns wieder Chillis an. Ich hatte ja letztens schon ein Video zu Chillis gemacht und da haben wir gesehen, dass Chillis nach unten hin ausgebrochen ist. Da blende ich euch auch gleich nochmal einen Ausschnitt von ein. Und wer meine Trades 1:1 übernehmen möchte, kann gerne mal auf meine Patreon-Seite gehen. Link dazu in der Videobeschreibung. Dort schicke ich immer direkt rein, wenn ich einen Trade eröffne, wann ich die Profite nehme, wann ich meinen Stop-Loss setze. Wer von mir in einem 1:1-Coaching lernen möchte, wie man profitabel tradet und die Kurse richtig analysiert, geht mal auf meine Webseite, Link dazu auch in der Videobeschreibung und bewerbt euch dort für ein kostenloses Erstgespräch und dann können wir gemeinsam herausfinden, ob das Coaching für euch geeignet ist. Und jetzt starten wir mal direkt mit der Analyse von Chillis. Und zwar sind wir jetzt hier im Chillis Chart und was ich euch ja im letzten Video gezeigt habe, war ja hier an dieser Stelle hier dieses Dreieck, was wir hier geformt haben über die Zeit und genau, da blende ich jetzt auch euch nochmal einen Ausschnitt ein, was ich da konkret im letzten Video gesagt habe. Aktuell sind wir hier auch auf einem sehr guten Weg, dieses Preisziel hier unten zu treffen und ich rechne dann persönlich auch damit, dass wir hier auf der 50er EMA dann das erste Mal wieder hier Support finden und dass wir dann von dort aus wieder nach oben hingehen. Und ja, ich habe euch ja jetzt den Ausschnitt eingeblendet und da haben wir ja gesehen, dass wir hier nach unten hin bestätigt ausgebrochen sind, sind zwar hier an dieser Stelle noch einmal krass nach oben gepumpt, konnten aber keine Kerze hier an dieser Stelle oberhalb schließen, sodass wir dann natürlich wieder runtergedroppt sind und haben das hier dann als Confirmation gewertet. Und ich habe euch ja gesagt, genau an dieser Stelle war das ungefähr, dass es jetzt sehr wahrscheinlich ist, dass wir die 50er EMA retesten und von dort aus wieder Support finden. Genau das ist auch passiert. Dann habe ich zum Glück noch auf der 50er EMA einen Trade eröffnet und da noch gute Profite mitgemacht. Und wir sehen hier, wir haben perfekt mit einer Wick die 50er EMA geretestet. Für die Leute, die nicht wissen, was die 50er EMA ist. Es gibt mehrere EMA-Linien, das sind die Steigungsdurchschnitte. Es gibt die 20er, 50er, 100er und 200er EMA. Und die 50er EMA ist der 50-Tage-Steigungsdurchschnitt. Das heißt, wenn wir uns über der 50er EMA befinden, steigen wir natürlich auch exponentiell schnell. Natürlich ist es noch besser, wenn wir über der 20er EMA liegen, weil wir dann auch extrem krass steigen. Das heißt, wir steigen dort nochmal viel schneller exponentiell, als wenn wir uns über der 50er EMA befinden. Und die EMA-Linien dienen uns auch als Support. Das bedeutet, dass auf dieser Linie mehrere Käufer sitzen, die den Preis wieder nach oben drücken. So einer wie ich, der dann auch hier auf der EMA immer gekauft hat. Und dort habe ich ja dann mit dem Bounce gerechnet, hatte ich euch ja auch eben eingeblendet, dass ich das konkret so im letzten Video gesagt habe. Und dann haben wir hier oben den Bounce auch bekommen, bis hier oben hin und haben an der 20er EMA wieder ein bisschen gestruggelt. Das bedeutet, dass wir hier nicht direkt durchgekommen sind, weil die 20er EMA dient uns ja auch als Support, also jede EMA-Linie dient uns ja als Support. Und die 20er EMA war an der Stelle auch für uns ein Support. Und da wir diesen Support gebrochen haben, vorher hier an dieser Stelle, haben wir ja die EMA durchbrochen und sind dann natürlich nach unten gegangen. Da habe ich euch auch gesagt, das Preisziel ist hier unten die 50er EMA. Und jetzt haben wir hier oben die EMA eigentlich erstmal als Widerstand getestet. Das heißt, dass wir nicht mehr so leicht durch die 20er EMA durchkommen. Und jetzt haben wir die EMA doch nach oben hin durchbrochen. Das heißt, das sieht auf jeden Fall bullig aus. Und wir befinden uns ja auf den 4-Stunden-Kerzen. Das heißt, wenn diese Kerze jetzt oberhalb der 20er EMA schließt, bin ich wieder bullig für Chillis. Hatte ich euch ja auch gesagt, dass solange wir uns oberhalb der 20er EMA befinden, ich auf jeden Fall bullig für Chillis bin. Dann sind wir hier runtergebrochen. Dann war ich natürlich bearish. Damit hatte ich natürlich auch recht. Wir sind hier dann auf die 50er EMA gefallen, haben von dort aus wieder den Bounce bekommen. Genauso wie ich es euch im letzten Video gesagt habe, da nochmal Glückwunsch an dieser Stelle an alle, die das getradet haben. Und solange wir jetzt die Kerze hier oberhalb der 20er EMA schließen, sieht es für Chillis nicht allzu schlecht aus. Das heißt, man kann dort wieder mit steigenden Kursen rechnen in der nahen Zukunft, gegebenenfalls, wenn wir die 20er EMA halten. Das heißt, wenn wir das nächste Mal die 20er EMA brechen, dass wir wieder einen stärkeren Abfall in der nächsten Zeit haben werden und dann vielleicht nochmal die 50er EMA testen, aber solange wir uns jetzt hier oberhalb der 20er EMA befinden, können wir auf jeden Fall mit steigenden Kursen rechnen. Was natürlich auch krass wäre, wenn wir jetzt hier nochmal trotzdem nach oben durchschießen und dann vielleicht aus dem Dreieck nach oben hin ausbrechen. Das Breakdown-Target von diesem Triangle, was ich euch ja auch gezeigt habe, war ja ganz genau hier unten und das haben wir ja auch perfekt getroffen. Ich hatte ja auch gesagt, wir werden wahrscheinlich dieses Preisziel hier perfekt treffen und dann direkt in einem die 50er EMA mit retesten. Und genau das ist auch passiert. Und wenn ihr auch diese Trades, die ich dann auch genommen habe, wie hier auf der 50er EMA, haben wollt, dann kommt auf jeden Fall in mein Patreon. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und wenn ihr lernen wollt,
wie man die Kurse so analysiert und das so präzise vorhersagen kann, was in denjenigen Situationen passiert, dann kommt auf jeden Fall in mein Krypto-Coaching. Link dazu in der Videobeschreibung. Und das war es jetzt auch erstmal von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, drückt auf jeden Fall den Daumen nach oben, wenn ihr hier auch meinen Content feiert und die Mühe wertschätzt, die ich hier in YouTube reinstecke. Und dann sehen wir uns im nächsten Video und bis dann und ciao.